Hey, hey, ihr Mopedenverrückten und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird mal wieder Zeit zu schrauben. Ihr wisst, der Winter wird lang. Und wie ihr auch gemerkt habt, ich hänge immer so ein bisschen hinterher mit meinen Videos. Mir fehlt halt die Zeit zum Schneiden und daran liegt es halt, dass meine Videos immer ein bisschen verzögert kommen. Also bin ich gespannt, wann dieses Video mal online kommt. Aber so viel sei gesagt, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Der Dezember wird voller Videos sein. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann habt ihr noch viel nachzuholen. Viel Spaß dabei. Aber worum geht's heute? Ich habe hier an meiner geliebten Low-Budget-Schwalbe ein paar Veränderungen vorgenommen. Und heute haben wir den 20. November, wo ich dieses Video drehe. Aber ich habe schon im September dieses Speziallüfterrad von den 3B von Instagram, Link unten in der Beschreibung, bekommen und wollte schon ein Video drehen. Aber da war ich ja dann damit beschäftigt, mir neue Felgen zu bauen. Heute ist es soweit, wir verbauen es. Und nicht nur das, das ist eins der ersten, glaube ich sogar, beziehungsweise von der frühen Auflage. Da gab es noch nicht was Geiles, was hier dazu kommt. Jetzt gibt es nämlich diese geile Befestigungsplatte dazu. Und das stabilisiert auch nochmal das Ganze und sieht ziemlich geil aus, wie ich finde. Und das werden wir heute verbauen. Und das Lüfterrad habe ich, wie gesagt, schon im September bekommen. Und wie gesagt, jetzt haben wir 20. November schon. Und letzten Monat im Oktober habe ich auch gesehen, da hat die Zweitaktbrigade auch schon ein paar bekommen. Also werde ich wahrscheinlich nicht der Erste sein, der darüber ein Video veröffentlicht. Aber darum geht es ja auch nicht, ne? Und falls das Video von der Zweitaktbrigade schon gekommen ist, dann verlinke ich das unten in der Videobeschreibung natürlich. Und warum hat es jetzt so lange gedauert? Nicht nur habe ich mir neue Felgen, wie gesagt, gebastelt, dazu kommen wir gleich, sondern ich habe auch noch ein zweites Lüfterrad bekommen, auch mit so einer geilen Befestigungsplatte. Und das Rote kommt natürlich in meiner Motorradschwalbe. Genau, und da hinten steht sie. Auch schon winterfest gemacht, weil ich wollte ja auch eigentlich jetzt ein paar Fahrvideos machen, wenn ich das eingebaut habe, um zu sehen, wie es sich anhört. Aber, tja, was soll ich sagen? Draußen liegen 20 cm Schnee, also wird das wohl leider nicht. Aber dafür machen wir natürlich eine kleine Gehörprobe, wie es sich vorher und natürlich nachher anhört. Das Lüfterrad soll nämlich das Pfeifen oder Ansauggeräusch, sage ich mal, von einem Turbolader wie vom PKW halt oder Kfz so ein bisschen imitieren und darauf bin ich auch schon gespannt, wie das sich anhört. Obwohl es ja, wie ich finde, als Kfz-Meister fast sich anhört wie eine kaputte Lima, also eine kaputte Lichtmaschine am Auto halt, ne? Naja, lassen wir uns mal überraschen. Und zum Lüfterrad wird auch nicht nur das Befestigungsfenster mitgeliefert, sondern natürlich auch die entsprechenden Schrauben mit Sicherungsunterlegscheiben. Alles dabei. Aber ich würde sagen, erstmal Tunnel abschrauben und eine kleine Gehörprobe. Los geht's! So, dann werden wir mal sehen, ob der Bock überhaupt noch anspringt. Und ist der Motor kalt, gib ihm 6,5. Oder wie war das nochmal? Ich glaube, das reicht aber für eine kleine Gehörprobe. Weiter geht's. So, dann wollen wir mal die alte Chose mal rausschrauben und das alte Lüfterrad demontieren. Ja, und wie ihr gehört habt, hört sich halt normal an. Ich fahre halt mit dem offenen Luftfilter und ein AOA-1 Umbauauspuff sozusagen. Aber sonst ganz normal halt. Es pfeift ein bisschen, aber das ist bei meinem Moped eher so vom Primärantrieb. Also hat nichts mit dem Lüfterrad in erster Linie zu tun. We'll be right back.
Bei der Demontage von dem alten Lüfterrad ist mir gerade was eingefallen. Ich möchte mal vergleichen, ob es einen Gewichtsunterschied zwischen dem 3D-Druckteil sozusagen mit dem Fenster natürlich und dem originalen Plastelüfterrad gibt. So, mal gucken. Das Originale hat ungefähr 73 Gramm, okay. Und das 3D-Druck soll ja Vollmaterial sein. Oh, 72 Gramm. Und mit dem Fenster und mit den Edelstahl-Unterlegscheiben muss man ja auch bedenken. Komplett 3D-Druck, 84 Gramm. Also etwas schwerer. Wir können ja auch mal so vergleichen hier. Alt, 0. So. Neu, 11 Gramm schwerer. Naja, kommt ja hin, ne? Interessant. Weil es wird ja nämlich gesagt, dass das neue Lüfterrad hier soll wohl weniger Leistung sozusagen verbrauchen oder kosten oder wie man sagen möchte. Also kriegt man ein bisschen mehr Leistung. Nicht nur bessere Kühlung, weil die Schaufelräder hier sind ja deutlich größer, wie man sehen kann, sondern auch das schöne Pfeifen und wie gesagt, ein bisschen, also nö, mehr Leistung eventuell. Lassen wir uns mal überraschen. Das Lüfterrad kann man nämlich auch bei Adatec kaufen, also alles wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da haben sie auch ein Leistungsdiagramm veröffentlicht, kann ich mal hier einblenden. Und wie gesagt, es soll halt ein bisschen weniger Leistung kosten. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt wird ja wahrscheinlich bestimmt den ein oder anderen aufgefallen sein, dass hier eine Elektronikzündung verbaut ist. Stimmt allerdings auch. Ein Sascha Walbe hatte das ja nicht original oder meine 77er 1K natürlich nicht. Aber das ist natürlich meine Originalzündung aus meiner 2er Schwalbe, die ihr bestimmt auch schon im Hintergrund gesehen habt. Meine rote L, die ich damals restauriert habe. Ja, und die habe ich einfach wiederverwendet. Hier Löcher gebohrt und halt Gewinde geschnitten. Und dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht, wie man halt auf U-Zündung zu E-Zündung umrüstet. Oben in der Ecke verlinkt und in der Beschreibung. Wisst ihr Bescheid. Ja, also ich muss sagen, der 3B hat sich richtig Gedanken gemacht mit diesem Teil. Hier sind ja sogar so eine Aussparung, damit es halt hier an den Nieten auch passt. Und das passt auch so saugend. Hier wackelt nichts, also perfekt. Richtig saugend passt das. Wahnsinn. Und das natürlich auch noch mit diesem Fenster. Dann sieht das richtig geil aus, wie ich finde. Und was das 3D-Druckmaterial angeht, hat sich der 3B für das DuraPro ASA entschieden. Das ist halt hitzebeständig, bis zu 210 Grad und das Ding ist halt aus Vollmaterial 3D gedruckt, also das soll schon halten. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Teil. Und apropos 3D-Druck, wer zu Hause einen 3D-Drucker hat, dafür habe ich was Feines. Diese Schwalbe gibt es ja schon länger eigentlich bei Thingiverse, also umsonst herunterzuladen und so. Das ist halt eine originale Schwalbe, kennt man. Das Problem aber bei diesem Modell, weiß ich, damals war immer der Hauptständer, der ist immer hier abgebrochen. Deswegen haben wir ja damals, also mein Kumpel Christopher und ich, uns für einen Umbau von diesem Modell entschieden und haben einfach mal meine Low-Budget-Schwalbe nachgebaut. Halt ein bisschen noch krasser mit, wie man sehen kann, halt abgeschnittene Lampenmaske und so weiter. Aber dafür halt breite Schlappen und hinten sogar so einen richtig fetten Reifen, dass man den quasi so richtig hinstellen kann und ohne Ständer steht er halt komplett gerade. Verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch nachbauen, wenn ihr möchtet. Alles umsonst. We'll be right back.
Kommen wir mal erstmal zu den Felgen. Die alten Felgen waren ja zwei Fünferfelgen, wie die meisten von euch schon wissen. Mit den berühmten BMX-Reifen, also die Crazy Bob Schwalbe-Reifen. Sah ja damals natürlich cool aus, fand ich natürlich auch. Hat sich auch ganz normal gefahren. Daran hat es nicht gelegen, sag ich mal. Woran hat es gelegen, dass ich jetzt gewechselt habe? Tja, ich habe halt den alten Schweden, den Tino, eine kleine Überraschung gemacht. Er hat mir nämlich die alten Felgen abgekauft, weil die wollte er halt unbedingt für seine S51 haben, die er gerade gekauft hat. Ja, und da hat er auch gesagt, er hätte gerne die gleichen Reifen, die ich ja auf meiner Motorradschwalbe habe. Das sind ja die Heidenau K63. Und die haben ja auch ein ziemlich geiles Profil, wie ich finde. Ja, und dann habe ich die einfach abgebaut, mal ausgewuchtet und die Hinterradfelge außermittig zentriert, damit er auch vorbeikommt an den Kettenschläuchen und gleichzeitig halt neue Reifen raufgezogen. Danach hatte ich halt diese Felgenringe schon ewig zu liegen und dachte mir, naja, das wäre natürlich schon geil. Was machst du? Also eine Veränderung am Moped bei mir ist schon Pflicht, also fast jährlich. Das ist so fast wie eine Sucht, irgendwas immer zu verändern. Und dann habe ich einfach mal geguckt, ja, Weißwandreifen mit dem Knieblech, also mit dem Beinschild, würde doch irgendwie passen. Und wie ich finde, sieht es ziemlich geil aus. Und wie man hier schon sehen kann, sind es tatsächlich die 3.0 Felgen mit den Midas Weißwandreifen, die eigentlich auch zu dem Anhänger gehören. Also eigentlich Anhängerreifen auf 3.0er Felge, Maß 16 Zoll natürlich, mal 2 1/4. Also eigentlich viel zu schmal natürlich für die Felge, aber dafür stretcht es natürlich richtig krass. 3.0er Felgen mit schwarzen, verstärkten, gepulverten Speichen und die abgedrehten schwarzen Tuningradnaben. Die liebe ich ja so, ne? Und hinten auch genau die gleiche Felge, 3.0er. Und wie man sehen kann, fahre ich auch sogar mit den Kettenschläuchen. Und das kommt davon, dass ich halt die Felge komplett außermittig zentriert habe. Und somit passt es auch mit den schmalen Reifen und geht komplett frei an den Kettenschläuchen vorbei. Ein kleiner Funfact ist ja, gerade weil ich die Hinterradfelge so krass außermittig zentriert habe, steht es aber komplett gerade so mit dem Panzer, wie man sehen kann. Es wird ja oft in diversen Simson-Foren darüber geschrieben, dass das Hinterrad bei der Schwalbe immer so versetzt sitzt, im Verhältnis zum Panzer, sag ich mal, oder zur Falz vom Panzer. Aber hier, wie man sehen kann, steht es komplett gerade. Also das ist ein kleiner Vorteil, sieht halt besser aus von hinten, mit den breiten Felgenringen. Eigentlich wollte ich auch tatsächlich ein Video darüber machen, wie ich die Felgen einspeiche, weil da gibt es halt nicht viel von auf YouTube, wie man 3.0er Felgen einspeicht. Ist aber jetzt eigentlich das gleiche wie eine normale Felge. Und deswegen dachte ich, man muss halt das Rad nicht neu erfinden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wortwitz des Tages, wa? Aber jetzt mal ehrlich, es gibt schon sehr viele gute Videos darüber. Eins davon natürlich vom Zweiradgeber, verlinke ich oben und in der Videobeschreibung. Falls ihr euch für Felgen einspeichen und zentrieren interessiert, da kommt ein sehr gutes Video. Ja, ich weiß, ihr seid genauso ungeduldig wie ich jetzt gerade. Ich möchte jetzt hören, wie das Ding sich anhört. Aber noch einen kleinen Hinweis beim Einbau. Falls man jetzt eine 64er Schwalbe hat, also ihr wisst, wo hier so ein Alu-Plättchen ist, dann glaube ich, passt das Lüfterrad leider nicht. Ich habe zwar jetzt hier keins zum Zeigen, aber mir wurde gesagt, dass man da etwas bearbeiten müsste. Wird wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein, dass jemand das verbaut, weil eine 64er möchte man halt so original wie möglich, schätze ich mal. Dadurch, dass ich aber das Voll-Alu-Gehäuse habe, passt es 1A und da schleift überhaupt nichts. Aber jetzt würde ich sagen, hoch in der Garage. Jetzt schmeißen wir den Bock mal an. Also, los geht's! Na dann, auf ein neues! Geil!
Holla die Waldinge. Also ich hoffe, ich konnte den Ton einigermaßen aufnehmen, aber das hört sich ja richtig krass an. Also noch heftiger, als ich gedacht hatte. Und ja, wie gesagt, fast wie so eine kaputte Lima am Auto, aber holla die Waldinge. Da freue ich mich jetzt schon auf die geilen Ausfahrten im Sommer. Da werden Leute nicht schlecht kicken. Die werden wahrscheinlich denken, Alter, der hat ja einen Lagerschaden im Motor oder wie gesagt eine kaputte Lima oder so. Also richtig Zweitakt-Turbo-Sound. Ich bin zufrieden und alle Ersatzteile, die ich hier heute genannt habe, sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch für den Felgen und so weiter und so fort. Also krass. Also ich bin beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so krass sich anhört. Ja, leider sieht man ja nicht viel davon an der Schwalbe, aber dafür ist es ja schön diskret. So viel zum Thema ostdeutscher Turbolader. Einfach nur geil. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier etliche Projekte noch am Start. Und wie ich immer zu sagen pflege, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!